In China wurde ein Kanadier wegen Drogenschmuggels zum Tode verurteilt. Dem Angeklagten Robert Schoenberg wird der Schmuggel von über 200 Kilo Amphetaminen vorgeworfen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kritisierte das Urteil. Es sei besorgniserregend, dass China willkürlich die Todesstrafe verhänge. Beobachter deuten das Urteil als Zeichen für eine erneute Abkühlung der kanadisch-chinesischen Beziehung. Seit die Finanzmanagerin des chinesischen Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, festgenommen wurde, ist Schellenberg bereits der dritte Kanadier, der in China festgehalten wird. China bestreitet einen Zusammenhang. Beobachter sehen in dem Urteil jedoch eine Retourkutsche für die Verhaftung von Meng.